Ja. Nächste Aufnahme gestartet. Convoy Browser. Du bist zwar drin, aber du bist nicht online. Du hast dich nicht wieder verbunden. Ah, oh, scheiße, warte. Warte. Jetzt weiß ich auch, warum ich vorher das Ding nicht gefunden habe. Also dass ich mich dir anschließen kann. Aha. Jetzt hackelt alles Sinn. Ja. Wo ist denn der Globus? Hier ist der Globus. Eins. Also das Passwort finde ich immer noch das Beste. Ja, es gab... ich wollte eigentlich ein anderes haben. Das ging nur... ja, irgendwie komische Eingabefehler, Probleme, wie auch immer. Ansehen. Das geht von da nach da. Du bist einen Teil der Strecke schon gefahren. Raiko Tano. Ich glaube, da war ich schon. Ja, komm, nehme ich an, mach eine Schnellreise dahin. Ach nein, der sagt mir schnell, okay, ja, nehme ich. Bin Laden. Okay, wir fahren los. Oder fahre ich aber. Hä? Ich bin da, ne? Wenn ich hier schon bin, kann ich gleich mal Wartung machen. Du warst gerade leicht abgehakt. Ich sagte, wenn ich jetzt gerade schon hier bin, am Schnellreisepunkt, kann ich gleich Wartung machen. Ja. Fährst du jetzt auch die gleiche Route, oder was meinst du? Ja. Muss ich auf dich warten, dass du mich anschließen kannst, oder wie ist der Plan? Ich sag mal ja, nein, vielleicht. Biege nach rechts ab. Was? Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht pro Woche. Demnächst rechts abbiegen. Du fährst jetzt von dort los, abbiegen, wo ich auch gestartet bin. Und dann links, nein, ich fahr jetzt erstmal dahin, um den zu laden, den roten zu holen. Von da, wo ich auch links ab. Ja. Ja, dann warte ich hier. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ist mir jetzt. Oh, schöner Drift. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich hoffe, ich komme noch so weit. Was? Ich hoffe, ich komme noch so weit. Ohne dass eine Tankstelle kommt. Oder kommt da eine Tankstelle? Jetzt auf Anhieb keine. Naja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Er zeigt mir einen Strich an, so ist nicht.
Stelle. Demnächst rechts abbiegen. $1,42 billig. Ja. Würde ich auch gerne mal wieder tanken zu dem Preis. Biege nach rechts ab. Ladeflagge schon. Ja, das ist schön. Sind denn nur 20 Kilometer noch? Ich suche hier gerade das Navi, aber ey. Navi-Sprache ist gerade. Auf Rumänisch. Demnächst links abbiegen. Was, auf Rumänisch? Nee. Biege nach links ab. Oh. Bahnschrank auch noch zu. So, der Woche. Geschwindigkeitsbegrenzung. Guck mal kurz mein Ladekabel fest. Es ist vorbei. So, abgeladen. Was geht denn? Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich mach mal auf der Geschwindigkeit. Der steht dran 90. Demnächst links abbiegen. Ja, ja, ist da denn die Möglichkeit? So viel Bahnverkehr hier. Biege nach links ab.
achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. 50 im Tunnel. Wie fährt das heutzutage? Was? 50 im Tunnel. Wie fährt das? Eine Leitplank. Leitplank? Ja. Man sollte auf die Straße gucken und nicht darauf, wie man sein Getränk ergießt. Ja. Ja, bist du schon gleich bei mir? Ja, ich habe noch 2,95 bis Ende. Ja, ich habe 2,37. Du hast gesehen, dass bei den World of Trucks Aufträgen, dass da die Zeit in Blau ist, die Restzeit. Wie ist der Blau? Wenn du jetzt einen Auftrag annimmst, steht dir nicht die Fahrzeit nicht in, nicht weiß da, sondern in Blau. Ja, 18 Stunden. Ja, echte 18 Stunden. Du könntest jetzt noch schlafen gehen, 4 Stunden oder 5 Stunden und danach weiterfahren. Ja. Was? Unterbodenbeleuchtung? Ja, eine Unterbodenbeleuchtung. Ja, bei mir ist gerade ein Auto vorbeigefahren mit roter Unterbodenbeleuchtung. Das ist aber nicht legal. Meinst du hier in Rumänien oder was? Fragt einer nach, ob das legal ist. Nee, da juckt kein Mensch. Richtig. Selbst sowas wie TÜV kennen die da nicht. Langsamer. Biegen da nur ab. Wer ist langsam? Jetzt ist gleich bei mir, Stand. 2,46, ich sehe dich schon. Karte. Kannst schon mal losfahren. Warum schaltet der jetzt den Gang da rein?
kannst du gar mal Finger einstellen, ey. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Langsamer geworden. Dezent war der auch langsamer geworden. Da musst du mich vorwarnen. Siehst du mal, da hat sich gerade nicht wirklich was verändert. Schöne ist, wenn du die Schaltung hast, du kannst der Gänge schalten und wenn du die Kupplung drückst, dann musst du den Gang wechseln. Ja, da wäre es schön, wenn du den Gang schalten könntest. Nur kurz Fuß vom Gas, wieder Gas gibst und dann würde dann schalten. Ja, nee. Hab Lust, Kupplung mit dann schalten. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Geschwindigkeitsüberschreitung, euer Ernst. Kriegst du Bußgelder? Demnächst links abbiegen. Ja. Nimm groß. Biege nach links ab. Ich habe jetzt einen Tempomat auf das Drehrädchen geklickt, wo ich hier bei mir habe, auf das Rode. Das funktioniert gut. Das ist gut. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus.
bist du noch da, oder? Ja. Ich bin hinter dir. Seh dich gar noch. Echt? Seh dich da. Der Sicherheitsabstand. Ne, dann schreib mal auf deinem, auf deiner eingeblendeten Karte, einen anderen Faktor ein. Mit der 5. Da kannst du die Karte größer machen oder kleiner machen. Ja, aber dann ist die Karte genau in die falsche Richtung. Nee. Ich nehme lieber das Navi, wo ich mehr LKW bin. So blöd ging es bei beiden das gleiche. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Geschwindigkeitsbegrenzung. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Neu berechnen. Nicht jetzt? Hallo, Schranke, gehst du mal? 39 Dollar drauf. Hä? Ja, die Schranke war bei mir gerade oben und ich bin gegen die Schranke gefahren. Super. Also, das mit der Gangschaltung ist alles schön und gut, aber beim Anfahren ist das eigentlich komisch. Thank you.
wieder eine scheiß Schranke. Was? Schon wieder eine scheiß Schranke. Komm. Gib Gas. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ausfahrt rechts. Da war ich wohl zu schnell. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Was war das denn gerade eben? Gerade geflogen. Geflogen? Du warst in der Luft. Ich frag an. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Oh, warst du ein bisschen schnell unterwegs?
Ich? Nee, der vor mir zu langsam. Ja, deswegen steht der Auflieger halb auf dem Gehweg drauf. Ja, weil ich voll die Vollbremsung gemacht habe und auf den Ding da drauf, sondern auf das Auto. Nimm diese Ausfahrt. Ey, ich höre der Hupe doppelt. Ich höre sie im Spiel und außerhalb vom Spiel. Du siehst mal, wie laut die ist. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wir sind heile angekommen. Was ist denn heute los? Was? Was ist denn jetzt los? Ich krieg den kleinen Auflieger da nicht reingeschoben. Ich krieg den Auflieger ja nicht reingeschoben. Ist offen da was? Ja, irgendwie schon. Muss vielleicht noch eins trinken. Zwei reichen noch nicht. Ist egal. Soll ich schon mal den nächsten annehmen, oder? Kannst du.